Willkommen zurück zu GTA San Andreas. Yeah, und hier geht's ab. Was ist denn hier los? Das ist ja schlimmer als wie in Los Santos. Die Polizei schießt einfach mal auf Leute. Hallo? Seid ihr behindert? Meine Fresse. Und wir sind bei unserer Werkstatt und machen hier direkt weiter. It's fucked up. I can honestly say I wish you was here. Great. Now you got the present for that friend of mine, right? You know, the one trying to get me and old Officer Pulaski into trouble? Yeah. Why don't you put that up in his car and give Weetip a call? Hey, motherfucker, the code of the streets is that I don't snitch. I don't give a fuck if he kills you, me, my brother. Street cats don't call no cops. Carl, he's a DA. Oh, yeah? Well, where I go find him? He's at the Van Cove Hotel in the Financial. Oh, for sure. Der Staatsanwalt ist unterwegs zum Van Cove Hotel in Downtown San Fierro, begibt dich sofort dahin. Dann machen wir das. Wer hat mich jetzt angerufen? Pulaski? Ich habe jetzt wieder nicht richtig aufgepasst, muss ich hier mal sagen. Aber egal, hat ja keiner gesehen. Okay, dann fahren wir dahin mit der Polizei im Nacken, aber die ist zu dumm zum Fahren. Okay, das Radio habe ich ein bisschen leiser gestellt. Ich hoffe. Oh, das ist aber echt leise und muss ich nochmal hochdrehen. Aber egal. Das Radio ist ja nicht so wichtig. Ich habe nämlich, glaube ich, ein paar Soundprobleme. Probleme mit meinem Headset. Irgendwie stellt sich das immer leiser. Ich hoffe, das ist nicht zu hören. In den letzten zwei, drei Parts waren es, glaube ich, zwei Parts. Ich habe jetzt hier ein bisschen was verändert, aber ich glaube nicht, dass es Unterschied ist. Könnt ihr ja in die Kommentare schreiben, falls es irgendwie zu leise ist oder der In-Game-Sound zu laut. Dieses Hotel hat einen Parkservice. Der Staatsanwalt wird seinen Wagen in Kürze dort abgeben. Genau. Folge dem Parkboy in die unterschiedliche Parkgarage und schalte ihn aus. Vergewissere dich. Vergewissere dich, dass. Ja, ich schreibe mir mal hier alles zusammen. Vergewissere dich, dass. Was könnte das bloß sein, dass ich nicht aufliege, dass er mich nicht erkennt oder keine Ahnung, dass er nicht denkt, dass ich ihn verfolge. So, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Ich glaube, ja, muss ich den ausschalten? Der Parkway ist in der Bank, schalte ihn aus, bevor er sie verlässt. Das machen wir. Ganz easy, mein Freund. Komm her. Ja. Oh, das war mir mit einem gepflegten Kopfschuss. Ja, man muss nur treffen. Ja. Boah, bei so einer Mission kann ich nicht fällen. Oh, er macht's mir einfach. Yeah, ich hab die Parkboy-Uniform. Hier. Boah, war ich gerade schlecht. Geh zu dem Carport, der Parkservice und warte zusammen mit den anderen Parkboys. Das klingt ein bisschen schwul, Parkboy. Wow. Und wie ich aussehe. Zu ordentlich. Ich glaube, ohne Waffe ist besser. Oh, mit Raketenwerfer. Ja, ich stelle mich hinten an. Ja, sexy. Der Staatsanwalt fährt einen blauen Merit. Merke ihn dir, du musst. Ach, drauf, dass kein anderer Parkboy seinen Wagen übernimmt. Da muss man ja richtig schnell lesen. Einen blauen Merit. Okay, ich muss ihn mir merken. Okay. Der ist doch nicht blau, der ist grün. Dunkelgrün. Oder grau. Identifiziere den Wagenstand, wenn er ankommt und steige ein. Junge, das ist mein Wagen, also weg von euch. Was? Ja, lauft auf die Straße. Das, komm, holt euch. Ich will den nicht, komm. Das war er nicht, oder? Nein, nein, der hat ein Dach gehabt. Was ist denn hier los in San Fierro? Halt's Maul. Was geht hier ab? Komm, der Wagen soll jetzt mal kommen. Ich habe keinen Bock zu warten. Und? Was machst du so? Er weiß nicht, wo hinten, wo es lang geht. Das ist da, das ist da. Das muss er sein. Das muss er sein. Das ist da. Oh, geil. Er sagt's mir auch noch. Ich dachte, ich muss selbst rausfinden. Du sitzt in dem Wagen, fahr zur Garage, wo die Drogen platziert werden.
Oh, mit Zeit. Ficken, ich bin falsch gefahren. Okay, 2 Minuten 17, das schaffe ich locker. Ich weiß zwar nicht, wo ich hin muss, aber egal. Und was muss ich eigentlich machen? Sind da Drogen drin? Ich habe keine Ahnung. Und da möchte ich lang. San Fierro ist eine geile Stadt. Aber hier geht's drunter und drüber. Ist ja schlimmer wie in Los Santos. Boah, Alter, ich muss ja in die Werkstatt nur fahren. Da hätten sie mir auch 30 Sekunden zu schaffen. Dingsbums, oh, ficken. Ficken! Und jetzt? War's das schon? War's das? Die Drogen wurden plötzlich für den Wagen in die Garage gesetzt. Okay. Ach so, die Zeit läuft weiter. Okay, ich nehm's zurück mit den 30 Sekunden. Man darf nicht gerade haben, so ein Berg. Okay. Ich muss langsam machen. Aber ich mach nicht langsam, weil ich es kann. Haha. Und ich fahre einfach mal auf den Gleisen von der Stadtbahn oder was das ist. S-Bahn, U-Bahn, Achterbahn. Egal. Fick! Junge, du hättest die Lackierung bezahlen können, wenn du in mich reingefahren wärst. Oh, hier kann man schön springen. 57 Sekunden, ah, locker Zeit. Junge, weg! Kommt, ihr zwei! Oh, ihr Penner, ey, ich hab keine Zeit! Jetzt spring weg! Meine Fresse! Park ist halt auf dem markierten Parkplatz. Oh, okay. Was willst du jetzt hier? Achso, der parkt Autos. Oh, wunderbar eingeparkt. Der ein Parkplatz kommt, um den Wagen zurückzubringen, begibt sich raus und ruft die Cops an. Was? Achso, okay, ich verstehe. Wir haben den jetzt ein paar Drogen untergejubelt. Ist hier ein Telefon? Nein. Hol dein iPhone raus, DJ. Boah, geiles iPhone. This WeTip, I seen something highly suspicious, you should come check out. Angeblich, ja. Er steht da locker wie eine Flampe an der Laterne. Gleich packt er sein Ding aus und... Ach, ist egal. Ich sag's lieber nicht. Oh, wie der im Arsch rumfummelt. Oh ja, nimm ihn. Oh. Irgendwie ist das Spiel ein bisschen schwul. Must be 2 tons of Mary here. What? But I've never seen. How could it be? Wie CJ hinten steht. Bats in your face. Yeah. Geil, lässig. CJ, du bist der Hammer. Und auf einmal wir stehen immer noch an der Laterne und haben andere Kleider an. Geil. Und was steht jetzt da? Begibt dich in die markierten Zone beim Carport und packst das Mission. Ich habe keinen Bock, zu schnell zu lesen. Okay. Jetzt sind wir. Ja. Okay, dann können wir Parkboy-Mission machen. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt. Ob man da was bekommt als Bonus oder nur Geld irgendwie. Geld brauche ich nicht. Also machen wir das jetzt nicht. Und das war's dann für die Mission und. Steig ein, CJ. Achso, hey. Okay. Junge, lass mich rein. Okay, das war's für die Mission und für den Part. Und wünsche euch viel Spaß. Hau ab beim nächsten Part. Und ciao, ciao.